Ja, das Tauwetter an. Wann geht es denn damit los, Stefanie? Ja, jetzt schon am kommenden Wochenende, Ramon. Hallo und guten Abend, liebe Zuschauer. Ja, am Freitag nähert sich uns ein neues Tief und das zapft recht milde Luft aus Süden an. Wir freuen uns deshalb erst einmal auf den morgigen Tag. Der sieht nämlich ganz gut aus. Alle Einzelheiten gleich. Ja, heute Nacht ist es ein bisschen trübe. Meist stark bewölkt. Gebietsweise schneit es noch etwas. Natürlich ist und bleibt die Glätte ein Thema. In der zweiten Nachthälfte, da zieht sich dann der Schneefall hier weiter in Richtung Oberlausitz zurück. Westlich der Elbe, da kann es zum Morgen hin schon etwas auflockern. Die Temperaturen gehen dabei zurück auf minus 5, minus 8 Grad. Im Bergland auf minus 10 Grad und mitunter kann es doch noch etwas kälter werden. Morgen können wir uns dann auf ruhiges Wetter freuen. Es bleibt meist trocken und zwischen den Wolkenlücken lugt dann auch noch etwas öfter und länger die Sonne hervor. Mit bis zu 2 Stunden können wir morgen im Raum Chemnitz rechnen. Weniger Glück hat man dann eben unter Umständen im Raum Leipzig, denn dort kann es zum Teil neblig trüb bleiben. Die Höchstwerte, die liegen morgen dabei zwischen minus 2, minus 3 Grad. Ja, und es wird zum dritten Advent immer milder bei uns. Mit einem neuen Tief am Freitag, da steigen die Tageshöchstwerte in den Plusbereich. Ja, auch nachts zieht sich der Frost vorläufig zurück. Die Niederschläge, die gehen dann auch im Bergland kurzzeitig in Regen über. Ihnen noch einen schönen Abend.